Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 166 von Arboreon. Ja, ich bin hier beim Ressourcendepot, hab da angedockt, hab da geschaut, dass ich meine Ressourcen eintausche, also die Erze raffineriere und dann habe ich die dann wieder mitgenommen. Das habe ich alles gemacht. Da sind wir schon mal fertig und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir weiter vorankommen, ne? Aber das Ganze machen wir nochmal in Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Wir sind hier, haben das gemacht und jetzt wollten wir. Ja, eigentlich müssten wir schauen, dass wir die Mission mal weitermachen. Ne? Wir gehen mal in I, war das, oder? Nee, dann war es P. Genau, und hier sind die Missionen. Dann gucken wir mal, der Wissenschaftler. Zerstörer den Satten in Sieten in Sektor 195-103. Ja, dann müssten wir da mal hinfliegen, ne? 195-103. 195 ist hier und 103 ist dann weiter nach hier unten. Oder war das Plus? Ne, das war falsch. P. Minus ist schon richtig. Also nochmal. 195 plus minus 103. plus ist hier und 103 geht noch weiter runter. Also Koordinaten da in Sektor. Aha, da unten ist er ja. Gut, dann müssen wir da jetzt erstmal hinfliegen. Wo ist das Sprungtor? Da ist es. Auf geht's. Glück gehabt, dass wir nirgendwo gegengeknallt sind. Hyperraumantrieb an und läuft, springen wir. Und nächstes Ziel ist, oh, passt gerade so. Also dahin. Sollte eigentlich weniger ein Problem sein, oder? Abkühlen, okay, dauert einen kleinen Moment, ist aber nicht so schlimm, kriegen wir auch hin. Hyperraum lädt auf und wir sind da. Naja, noch nicht ganz. Wir springen gerade hin. Wissenschaftler. Was macht die Wissenschaft? Energieforschungssatellit. Ich denke mal, das ist das Einzige, was hier ist, oder? Sieht man auch nicht mal, aber das ist unser Ziel, dass wir den jetzt kaputt machen. Energieformsatz, Energie und Bilanz übernehmen. Wir sollen ihn kaputt machen, das machen wir jetzt. Wir fliegen näher ran. Das war ein Treffer. Und ist auch schon Wrack. Ein Treffer, Schuss. Verschlechtert. Eine verschlüsselte Naht wurde vom Zerstörten gesendet. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal nicht hier rein, sondern da rein. Finde und zerstöre weiter Forschungsathleten, hol dich nach Informationen um. Hör dich nach Informationen um. Na super, das ist ja auch eine sehr schöne Sache, ne? Aber da ist ein blaues Teil, das holen wir uns erst noch. Und was bringt uns das? Wollte ich mir gedacht, das Subsystem R-Delta, selten. Ja. Das war jetzt hier der Forschungssatellit, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir haben einen Kurs und Subraumsignal erfasst, ja. Wir müssen dann weitere und uns umhören und so und
Wir springen jetzt mal hier hin, denke ich mal. Und zwar ist das nach da drehen. Springen wir da hin. Müssen noch abkühlen, okay. Dauert noch. Aber das geht ja schneller. So. 30 Sekunden in Kürze. 15. Und jetzt geht's schnell aufladen. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Hat gut geklappt, ne? Okay, dann können wir in der Zeit, wo wir aufladen, gerade nochmal hier reinschauen. Die Forschung, Sammle 3 legendäre Subsysteme. Okay, Operation Exodus, nee, zum Aufentern. Nee. Gründungsschiff müssen wir nochmal hier an einer Station, an einem Werft machen, genau. Dringende Liefer. Ich habe keine Sprengladung. Und das machen wir jetzt auch nicht dann. Wir haben wieder Saft gekriegt, glaube. Aber das reicht noch nicht. Baut noch auf. Ah. Dauert noch ein bisschen zum Laden, ne? Okay, da unten die Batterie wird voller. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wir können es ja mal probieren. Nee, geht noch nicht. Dauert noch einen Moment. Jetzt müsste es gehen, oder? Nee, immer noch nicht. Nächste Balken voll. Jetzt sollte es aber gehen, ne? Ja. Und da sind wir weg. Was alle mit diesen Torpedos ist, das ist schon geil. Da Torpedo werden Streifen umso wendiger und Farben, dann ist die entscheidend, was es kaputt machen kann. Schon krass. Hawk, Panther und Stingray sind die wendigsten. Na, da kommen wir in einen Sektor und der Sektor hat hier was. Bleimine, Edelmetallmine, Kupfermine, sonst nichts. Ein Bergbauschiff, ein paar Frachter und hier gibt es Tore. Und ich möchte gerne das Tor nach Süden nutzen, weil das ist noch nicht erforscht. Gut. Lass uns da mal gerade hinjuckeln. So. Ja. Ja, das dein Schiff ist zu groß. Was? Kann jetzt nicht sein, oder? Ein Systemflughilfe braucht alle Energie. Oh, das Tor habe ich durch die Gegend geschubst, oder wie sehe ich das? Das ist ja der Hammer, oder? Komme ich da jetzt nicht mehr rein, ey? Muss aber gehen, oder? Dein Schiff ist groß. Nee, das ist ja der Hammer. Ich kann nicht mehr durch Tore springen, weil mein Schiff zu groß ist. Das hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Traurig aber wahr, ne?
Können wir hier irgendwo noch was sehen an Asteroiden, die man einnehmen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Sieht nicht so aus. Ne, ich glaube nicht. Wenn da hinten noch. Warte, lass mal einen hier von diesem blauen markieren. Edelmetallmine. Beziehungen sind schon mal gut, da ist ja schon mal was, ne? Sehe ich hier irgendwo was? Albatros ist bezahlt worden. Ne, hier ist jetzt kein Asteroid, glaube ich, oder? Der da? Ne. Okay, das bedeutet, wir kommen nicht durch die Tore durch. Das ist dann, dass wir springen müssen. Wahrscheinlich geht es dann dahin, oder? Dann springen wir da mal hin. Gucken uns das an. Direkt aufs Tor zu. Einmal bitte wenden. Mein Schiff ist zu groß. Energie ist niedrig, ja. Deswegen wollen wir es auch noch schnell schaffen. Sprungroute haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nur die nächsten Satelliten finden dann auch, ne? So. Oh, was ist das? Was ist das? Spock, komm mich holen, ja. Stimmt. Ah, Reisezentrum. Was ist denn ein Reisezentrum? Wofür ist das gut? Hier WC Landeerlaubnis erteilt. Dann klicken wir da mal hin. Reisezentrum. Grüße. Sie reden mit dem automatischen Interaktionsbeantwortungssystem vom Reisezentrum. Oh, wir können Ihnen weiterhelfen. Reisezentrum, Güter. Was ist das? Sprungreichweite plus 7. Ich habe keine Ahnung was. So geht's, buche einen Tarif und fliege dann durch die Energieaufladungslinie, um den Boost zu aktivieren. Du bezahlst, wenn du Boost aktiviert wird. Sprungreichweite plus 7. Flottenboost. Okay, Voraussetzung. Credits 10.000, Energiezellen 5. Was ist das? 15? 25? 50, Level 4 Reiseboost. Fusionskern, 10 Boy. Achso, das muss ich alles mitbringen, um dann. Okay. Aber irgendwie ist es jetzt nicht meins, oder? Oder komme ich da durch das Tor dann? Durch die Barriere? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Würde ich mal sagen, ne? Wir springen mal dahin. Da unten ist die Koordinate. Ja, fliegen wir mal gerade hin und dann gucken wir weiter, ne? So, sind wir gerade vorbeigeflogen. Wir kühlen noch ab. Wir haben Leertaste gedrückt und müssen jetzt aufladen. Funktioniert. Energie ist wieder niedrig, aber wir haben es trotzdem geschafft. Alles mit dem Reisezentrum weiß ich auch nicht. Entdeckerkapitän kann man Forschungsstation oder Reisezentrum anheuern. Hey, da hätte ich vielleicht mal gucken können, ne? Was haben wir hier? Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcendepot, Handelsposten, Reisezentrum. Hier ist noch ein Reisezentrum, okay. Dann können wir ja mal gucken, was es hier so gibt, oder? Crew anheuern, kein Kapitän, alles klar. Hat sich das auch erledigt. Da ist ein Tor. Da ist ein Handelszentrum. Da ist das Reisezentrum. Tja.
Keine Ahnung, wofür es gut ist, aber ich würde auch sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.